Wenn Schweißen nicht nur unglaublich einfach, sondern auch unglaublich günstig sein soll, dann ist man beim Parkside Fülldraht-Schweißgerät genau an der richtigen Adresse. Seit einem Jahr gibt es das Gerät. Es kostet im Angebot 99 Euro und damit kann man wirklich schon richtig gute Schweißergebnisse erzielen. Das werde ich euch in diesem Video zeigen. Außerdem, das Gerät hat natürlich auch so ein paar kleine Sachen, wo man sagen könnte, das könnte noch schöner sein. Und da habe ich die ultimativen Tipps und Tricks, wie ihr noch bessere Ergebnisse mit einem Gerät für 99 Euro hinkriegt. Und ich kann euch versprechen, die Ergebnisse, die wir hier erzielen werden, die werden euch erstaunen und werden viele nicht für möglich halten, dass das für 99 Euro beim Schweißen möglich ist. Aber beschäftigen wir uns da erstmal bei den Düsen von dem Gerät. Wo das Gerät rauskam, hat man schnell festgestellt, die Gasdüse, die verbaut ist, die ist nicht handelsüblich. Das ist die Gasdüse. Hier haben wir den Brenner. Ganz vorne ist die Stromdüse. Das ist eine handelsübliche Stromdüse. Die kriegt man überall, selbst heutzutage im Baumarkt. Und dahinter ist der Düsenstock. Das ist die Stromdüse. Die ist wirklich handelsüblich, kriegt man mittlerweile auch bei Parkside. Und auch diese Fülldrahtdüsen gibt es jetzt bei Parkside. Das ist eine normale Gasdüse und das da hinten ist dann eine normale Fülldrahtdüse. Es wäre schön, wenn man die auch verwenden könnte. Und darum habe ich meinen Düsenstock einfach umgeschraubt. Das ist ganz einfach möglich. Dazu hatte ich mal ein extra Tutorial erstellt. Und so kann man an meinem Brenner, an meinem Parkside-Fülldrahtschweißgerät jetzt ganz normale Fülldrahtdüsen verwenden. Und man kann auch die ganz normalen Gasdüsen verwenden. Man kriegt jetzt mittlerweile bei Parkside aber auch diese Fülldrahtdüsen. Da kosten 6 Stück, glaube ich, 10,99 Euro oder dergleichen. Mit 6 Stück kommt man über Jahre aus. Und so hat man da wirklich kein Problem mehr mit der Ersatzteilversorgung. Ich hatte mir den Düsenstock umgeschraubt und das ist auch sehr, sehr empfehlenswert. Warum gibt es überhaupt Fülldrahtdüsen? Das ist ganz einfach. Hier vorne an der Stromdüse entsteht die größte Wärme und man sieht, diese Stromdüse guckt aus der Fülldrahtdüse raus und so kann die Wärme wirklich viel besser abgeleitet werden und die Wärme staut sich nicht. Das hat wirklich einen sehr, sehr guten Effekt beim Fülldrahtschweißen und ist gerade mit Fülldrahtschweißen mit viel Leistung, mit längeren Schweißnähten sehr, sehr empfehlenswert. Das Ganze hat aber auch einen riesen Nachteil. Wenn ich jetzt damit schweiße, bei einer Gasdüse ist die Stromdüse geschützt. Hier bei einer Fülldrahtdüse kann ich mit der Stromdüse schnell in meine Naht kommen, auf mein Material kommen. Das heißt, das Ganze brennt dann einfach fest. Also ist teilweise gerade für Anfänger nicht immer so hundertprozentig geeignet. Darum hat das bei mir auch viel Sinn gemacht, dass ich diesen Düsenstock umgeschraubt habe. Und so kann ich diese normalen Gasdüsen benutzen und damit habe ich dann halt die Stromdüse geschützt und da kann kein Kontakt entstehen. Das ist wichtig, das werden wir uns hinterher bei einer speziellen Technik nochmal angucken. Also das heißt, wichtig ist von wegen, es gibt jetzt diese Fülldrahtdüsen und man kann das Ganze aber auch auf andere Düsensysteme umbauen. Das ist so ein Kosten von ungefähr 10 Euro. Also ist auch nicht die Welt, ist ganz einfach möglich. Wichtig, die Fülldrahtdüsen werde ich natürlich hier unter auch verlinken, was es da gibt und das Video gibt es am Ende. Aber ihr habt jetzt die Möglichkeit, euch diese Düsen zu kaufen. Was bei diesem Gerät relativ schnell passieren kann, ist, dass man einen Drahtsalat hat, also dass sich die Rolle innen abwickelt. Und das hat einen ganz einfachen Grund. Ich stecke die Rolle, die Drahtrolle hier einfach mal drauf und dann befestigt man das mit einer Flügelmutter. Bei guten Max-Schweißgeräten gibt es da eine richtige Aufnahme. Man hat eine Feder, die das Ganze spannt. Was ist hier gemacht worden? Hier hat man einfach diesen Dorn und auf diesen Dorn kommt jetzt eine Flügelmutter und das hat ein bisschen Spiel und bewegt sich mit und das sorgt dafür, wenn man länger schweißt, immer mal wieder einen Punkt macht, immer wieder absetzt, dass sich langsam, man sieht das hier auch sehr schön, ich habe da ein bisschen rumgespielt, damit man das sieht, dass sich diese Flügelmutter langsam löst. Irgendwann ist die Rolle, die Drahtrolle so lose, ist nicht mehr gespannt, dass ich das Ganze wirklich abwickeln kann, also keine Spannung mehr drauf hat. Und das ist natürlich sehr, sehr unglücklich. Und darum empfehle ich immer, dass man die Rolle wirklich nochmal abbaut und dann Punkt 1 ist wirklich, dass wir hinten auch eine Reibung haben. Das heißt, wir haben zwei Flächen, die aufeinander reiben. Das ist immer schon unglücklich. Da kommt einfach mal ein Tropfen Öl dran oder besser ist noch ein Gleitspray oder ein PTFE-Spray oder dergleichen, dass man da hinten wirklich eine Fläche hat, die ein bisschen besser gängig ist, die ein bisschen besser gleitet. Das ist schon mal Punkt 1. Punkt 2 ist dann wirklich,
dass wir das Ganze wieder montieren. Und jetzt setzen wir zusätzlich noch eine Kontermutter drauf. Das ist eine Empfehlung von verschiedenen Zuschauern, die ich dann hier weitergebe. Also ist auch nicht mal auf meinem Mist gewachsen. Ich habe jetzt eine sogenannte selbstsichernde Mutter genommen und dann muss man die halt jedes Mal wieder anziehen. Man muss aber sagen, wenn man mit so einem Fülldrahtschweißgerät schweißt, bis man so ein Kilo weg hat, das dauert wirklich lange. Und jetzt hat man das Ganze gesichert und jetzt kann da wirklich nichts mehr passieren. Es kann immer natürlich irgendwas passieren, aber die Chance ist, sage ich mal, viel, viel geringer. Diese Flügelmutter bewegt sich immer noch mal ein bisschen mit, kommt aber nie, dass es diese gekonterte, selbstsichernde Mutter löst. Also ist ein Problem, das man durchaus mit dem Gerät hat, habe ich auch schon mit dem Gerät gehabt. Und das kann man da ganz einfach durchlösen, dass man da einfach eine selbstsichernde oder zumindest eine normale Mutter vorsetzt. Eine Flügelmutter M4 hätte ich auch gehabt, geht aber leider nicht. Dafür ist das Gerät von der Bauform nicht hoch genug, das passt dann nicht mehr. Darum, wie gesagt, so eine selbstsichernde Mutter vorsetzen und man hat auch dieses kleine Problem gelöst. Man muss aber sonst sagen, der Drahtvorschub ist ordentlich bei dem Gerät, wie bei vielen Geräten. Und gerade diese Drahtvorschubrolle ist sehr genial, denn die hat Nuten von 0,6 bis 1 mm Draht. Also das heißt, man kann allen Draht mit dieser einen Drahtvorschubrolle transportieren. Man braucht da also nicht verschiedene Rollen wie bei anderen Geräten. Wenn man jetzt sieht, das Ganze wird sauber gefördert, man baut den Brenner zusammen und man kann loslegen mit Schweißen. Und dieses, dass man sich diesen Transport anguckt, das ist wirklich auch immer ein ganz wichtiger Punkt. Das sollte man sich immer angewöhnen, wenn man ein Schweißgerät gerüstet hat, dass man sich diesen Drahtvorschub anguckt beim Einfädeln ins Schlauchpaket. Wir schweißen jetzt einfach mal ein kleines Muster zusammen, einfach mal zu zeigen, was mit dem Gerät alles möglich ist. Ich habe diese Fülldrahtdüse, mache hier einfach mal zwei Punkte und man sieht, es ist im Prinzip genauso einfach wie beim Max-Schweißen. Ich habe halt immer so ein bisschen Spritzer und so ein bisschen Schmauchspuren beim Fülldrahtschweißen, aber ansonsten ist es wirklich sehr einfach. Hefter sehen sehr gut aus, würde ich mal behaupten, für so ein einfaches Verfahren. Und jetzt schweißen wir. Wir schweißen schleppend und nicht stechend wie beim Max-Schweißen. Also wir müssen ziehen. Und wenn man sich das Ergebnis anguckt, für 99 Euro Schweißgerät, muss man sagen, sieht das Ganze gut aus. Jetzt ist das mit dieser Fülldrahtdüse für Profis sicherlich kein Problem. Anfänger haben oft das Problem, dass sie da sehr schnell mit kleben bleiben. Man sieht das hier bei dieser Kehlnaht. Man soll richtig in diese Kehle reingehen. Ist man doch sehr schnell an dem Material, das heißt die Düse bei Kleben, der Schweißprozess ist zu Ende, die Düse kann man wegschmeißen und das geht mit so einer Gasdüse doch deutlich besser. Also das heißt, man muss hier einen Kompromiss machen. Wenn man lange Nähte hat, dickes Material, ich habe hier die Einstellung 2,5 gewählt, 3 ist möglich, damit lässt sich problemlos hier noch 3 mm Rohr mit diesem 2 mm oder 3 mm Blech mit dem 2 mm Rohr verschweißen. Und da ist die Wärmeabführung wirklich auch noch sehr gut. Und man sieht, diese Naht sieht auch wirklich traumhaft gut aus. Es ist deutlich einfacher, hier an diesem Material mit dieser Gasdüse zu arbeiten, als mit dieser Fülldrahtdüse. Das bestätigen mir auch viele Leute, die immer wieder bei mir vorbeikommen. Die sagen, Mensch, mit so einer Gasdüse geht es doch viel, viel besser. Fülldrahtdüse hat halt die bessere Wärmeabführung und ich will euch im Prinzip nur sagen, es gibt beide Möglichkeiten. Für Anfänger finde ich die Gasdüse meistens deutlich, deutlich einfacher. Darum würde ich da immer das Umrüsten empfehlen. Und wenn man sieht, das Ergebnis hier, das sieht wirklich alles andere als schlecht aus. Also es ist wirklich Wahnsinn. Das ist mit einem 99 Euro Fülldrahtschweißgerät möglich, wenn alle Faktoren stimmen. Und wir gucken uns jetzt den nächsten Faktor an, wie wir den Brenner am besten führen für die besten Ergebnisse. Für gute Ergebnisse wie diese hier sind immer verschiedene Faktoren wichtig. Wichtig die richtige Einstellung an dem Gerät und natürlich die richtige Vorbereitung. Aber das Wichtigste ist natürlich immer die Brennerführung. Ich nehme für diese Experimente hier, für diese Schweißversuche, die ich euch hier vorführe, nehme ich die Gasdüse. Wenn es richtig dick wäre, würde ich natürlich wieder die Fülldrahtdüse nehmen. Ich habe immer einen Winkelschleifer mit rotierender Drahtbürste. Ist ganz, ganz wichtig. Am besten einen, der Drehzahl reguliert ist. Und natürlich die perfekten Einstellungen am Gerät. Dazu gibt es auch von mir wieder so eine Werkstattkarte mit verschiedenen Vorgaben für die verschiedenen Aufgaben beim Schweißen, verlinke ich hier unter. Dann, wenn ich diese Kehlnaht schweiße, dann kann ich natürlich einfach einmal langziehen. Das wird immer dazu führen, dass ich in der Mitte eine stark aufgebaute Naht habe.
oder, schon deutlich besser, eine leicht pendelnde Bewegung. Und noch besser, das kann ich euch empfehlen, das ist wirklich die beste Technik. Das ist, was ihr jetzt hier seht. Ich rotiere leicht mit dem Brenner. Ich rotiere immer nach oben weg und rotiere leicht ganz gleichmäßig mit dem Brenner. Muss man einfach mal ein bisschen ausprobieren, geht dann wirklich sehr einfach. Ich zeige das hier oben nochmal am Blech. Das heißt einfach so eine leicht kreisende Bewegung. Die Bewegung oder der Bewegungsumfang muss da nicht mal groß sein. Ja, das ist nicht nach unten wegkreisen, das ist wichtig, immer nach oben kreisen. Und dann kann man mit Fülldraht schweißen ohne Gas, mit dem richtigen Fülldraht. Ich empfehle entweder diesen Parkside-Fülldraht oder, was richtig gut ist, den ich immer verwende, hier auch für die Videoaufnahmen, ist der Fülldraht von Weldinger. Der ist sehr bezahlbar und mit dem kann man wirklich sehr gute Ergebnisse erzielen. Ich habe jetzt an diesen Blechen, das sind 3 mm Bleche, die haben auch eine leichte Verzunderung noch drauf. Ich habe da bewusst nichts vorbereitet. Je besser die Vorbereitung wird, desto besser werden aber auch die Ergebnisse. Das sollte man immer wissen. Fülldrahtschweißen spritzt und man sieht hier diese leichte rotierende Bewegung. Aber bei einem guten Fülldraht und wenn man vorher das Ganze auch noch mit Trennspray eingesprüht hat, dann kann man hinterher problemlos alles wegbürsten. Also das kann man heute schon mit der Handdrahtbürste machen. Ich bin meistens zu faul. Darum nehme ich den Winkelschleifer mit der rotierenden Drahtbürste. Das ist deutlich effektiver, geht deutlich schneller. Man kann einmal rüberbürsten, das alles weg. Also das heißt, beim Fülldrahtschweißen sind die Spritzer sicherlich noch ein Thema, aber dass man die hinterher nicht wegkriegt oder so, das sollte heute eigentlich kein Problem mehr sein. Das ist immer so eine Sache. Andere Sache ist natürlich, man sieht die Dämpfe, die sind beim Max-Schweißen auch da, aber beim Fülldrahtschweißen oder beim Elektrodenschweißen natürlich deutlich stärker. Und darum sollte man sich immer davor schützen, eine FFP2 oder FFP3-Maske. Und jetzt legen wir einfach mit dem Winkelschleifer mal kurz diese Naht frei. Man sieht, man geht hier ein-, zweimal rüber und dann ist das alles weg. Das oben könnte man sogar abwischen, aber ich gehe dann auch mit dem Winkelschleifer rüber. Und dann sieht man 99 Euro Schweißgerät. Ihr habt vorhin schon das hier gesehen. Das sieht auch wirklich super aus. Diese 10 mm Betonstahl. Rundstähle sehen auch sehr, sehr gut aus. Also es ist wirklich der absolute Hammer. Ich bin nach wie vor sehr angetan von dem Gerät. Empfehle das auch immer gerne. Wer ein sehr, sehr günstiges Gerät haben will, ist sicherlich bei diesem Gerät sehr gut aufgehoben. Dadurch, dass es bei Parkside wirklich auch dann in den Geschäften bei Lidl verkauft wird, sind die natürlich auch sehr, sehr verbreitet. Das heißt, das sind so ein paar kleine Tipps. Wenn man die noch optimiert, dann sieht man, was man für schöne Ergebnisse für 99 Euro beim Schweißen hinkriegt. Es gibt zahlreiche Videos. Ich habe da schon an Kfz mit rumgeschweißt oder Kfz-Musterbeispiele geschweißt. Könnt ihr euch alle angucken, werde ich alle am Ende dieses Videos verlinken. Ansonsten alles, was ich hier verwende, verlinke ich in der Beschreibung, so ist es richtig. Ich wünsche euch viel Spaß beim Schweißen, egal ob es ein ganz teures Schweißgerät ist oder so ein einfaches Schweißgerät, auch damit sind tolle Ergebnisse möglich. Viel Spaß beim Schweißen, euer Manni.